Nerd Update 64. Heute weitere Verkleidung. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Kasi Brickborn und im heutigen Video wollen wir hier diesen ganzen Bereich hier zumachen. Das heißt, alle Felsenelemente fest justieren und bis zu einer Höhe, ich denke mal, wie hier, auch erstmal fertig gestalten. Das ist so einiges zu tun. Hier sind ja doch noch einige Löcher. Auch von hier ist noch einiges offen. Ja, und da werde ich mich jetzt erstmal dran machen und ich melde mich beim nächsten Baustep bei euch wieder. Das heutige Video von mir entstand mit freundlicher Unterstützung von Lightstex, dem Hersteller mit kompatiblen Beleuchtungssteinen. Vielen Dank. Ja, da sind wir schon beim nächsten Baufortschritt. Und zwar habe ich jetzt hier unten alles zugemacht. Soweit erstmal nur mit den Felsenelementen und einigen Steinen und Plates und so weiter. Aber auch hier hinten habe ich soweit alles zugemacht. Natürlich nicht im Bereich der Stützen, da ist das gleiche wie hier auch, weil ich nicht weiß, wie ich die Brücke ansetzen soll. Das ist auch noch gar nicht der Fall, da sind wir noch gar nicht, aber im nächsten Video sind wir soweit. Nun denn, wie auch immer, jetzt muss ich hier erstmal wieder überall die Slopes und die Begrünung setzen, bis auf diesen kleinen Teil vielleicht hier, weil ich noch nicht weiß, wie ich hier eventuell weitermache. Ich habe da sowas im Hinterkopf, was ich noch plane, muss ich mal schauen. Also wie gesagt, jetzt erstmal die Slopes und das Grün. Wieder mal ordentlich wieder was geschafft hier. Das ist unglaublich. Ja, ich habe hier soweit die Felsen, die Slopes, die Begrünung soweit drin. Auch hierum ist soweit alles fertig. Auch hier oben rum alles zu. Hier vorne, hier oben alles zu. Ja, das sieht doch richtig gut aus. Ja, was macht das Ganze so gut? Ich finde immer, gerade dann, wenn man eine Noppe dreifach oder vierfach belegt, wie zum Beispiel hier. Hier haben wir dieses dunkelgrüne Blatt, dann haben wir ein Stückchen drüber die hellgrüne Blüte, dann Blumenstängel und dann steckt nochmal der grüne Pin oben drin. Also vierfach belegt, aber das macht das Ganze so gut, finde ich. Ja, ist eine persönliche Meinung. Ja, ja, was ist jetzt noch zu tun? Ich glaube, ich gehe hier unten nochmal bei, weil das sieht mir alles noch ein bisschen zu gerade aus. Das möchte ich eigentlich gerne so haben wie auf dieser Seite. Und das ist jetzt erstmal nochmal das nächste Ziel, weil das kann es auch nicht sein, so eine Lösung hier. Das ist ja noch nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder und ich mache mich genau hier unten dran. Ach ja, da war ja noch was. Der YouTuber-Treff. Heute zieht ein... keiner. Ja. Nein, wir machen noch mal ein bisschen Pause. Es ist schon wieder einiges unterwegs an Sigfix. Ja, es ist schon wieder, aber es braucht halt hier und da manchmal auch ein bisschen Zeit. Also, wenn ihr auch tauschen möchtet, einfach anschreiben. Ist ja alles auf meinem Kanal verlinkt, wie man mich erreichen kann, damit wir gerne tauschen können. Haha, ja, das sieht doch gar nicht mal so übel aus. Ich habe hier unten noch die Slopes alle passend gesetzt. Die Wasserfläche ist hier soweit auch fertig und ich glaube, die Durchfahrt sieht schon richtig gut aus. Wir haben viel heute geschafft. Wie gesagt, hier komplett den Felsen runter. Das Gewässer hier unten alles rum, hier oben alles zugemacht. In diesem Bereich, in diesem Bereich, in diesem Bereich. Ich glaube, das sieht gut aus, so dass wir uns nächstes Mal natürlich ganz in Ruhe um die Brücke kümmern können. So, aber jetzt geht's erstmal weiter mit den Zugfahrten. Und heute fährt mal wieder meine 8 Noppen breite Tenderlok mit, ja, heute 5 Waggons von Lubrix. We'll be right back.
das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar, aktiviert das Glöckchen. Ja, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und wie es im nächsten Video weitergeht, ist, glaube ich, eindeutig. Wir können uns komplett hier um die Brückenkonstruktion kümmern. Ob die Brücke fertig wird, vermute ich eher nicht, aber man weiß es ja nicht. Ja, ich freue mich drauf. Ich habe mal was vorbereitet. Und zwar, naja, so um ungefähr den Rundbogen zu simulieren. Na komm her, geh dran. Fall mir jetzt nicht auseinander hier. So, also ungefähr so in der Art soll der Rundbogen aussehen. Natürlich wird er nicht so dargestellt, wie ich es hier jetzt gemacht habe, mit Weiß, Dark Ten und Ten und so weiter. Das werde ich anders lösen. Und er wird auch ein bisschen breiter sein. Also die Brücke wird noch ein Stückchen weiter rausgezogen werden, weil wir müssen letztendlich quasi hinter die Stütze auch kommen. Ja, also es ist einiges zu tun. Ich habe einiges an Tennstein da, alles Mögliche. Ich hoffe, dass diese Steinbrücke aus Tenn euch zusagen wird. Also, bis dahin. Tschüss.